Hallo, willkommen zurück bei My Career of Top Spin 2K25. Ja, das war jetzt mehr ein englisches Gedöns als alles andere. Wir gehen jetzt ins Turnier rein. Wir sind extra nach Fujinomiya, Japan, Ostasien geflogen. Wir ziehen uns aber noch ganz schnell um, denn ich möchte tatsächlich ordentlich da auftreten und nicht mit so einer Schmuddelware hier. Wir haben ein paar Hosen und so weiter. Wir gehen mal für die weiße Hose. Jawohl. Und mal das weiße Shirt. Wer ist denn so? Ah, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen... Ja, das ist auch schön, nicht schön aus. Okay, nehmen wir mal das hier. Oder wir nehmen das und nehmen doch eine dunkle Hose dazu. Ah, eine lange Hose sehe ich mich nicht. Ich glaube, in einem Match sollte ich das nicht machen. Wir gehen mal komplett weiß. Warum auch nicht? So. Dann, nächster Schritt. Wir haben noch Attribute zu verdingsen. Aber bevor ich das hier machen möchte, will ich nochmal auf die Trainerschaft zu sprechen kommen. Mikulai ist ja jetzt Level 2 und ich habe mir überlegt, wenn das denn möglich ist, würde ich noch andere Trainer einstellen. Wenn die nämlich auch Level 2 werden, also ihr seht ja hier Level 1, die haben halt unten, das seht ihr rechts, unten unter Belohnung, EP und WC-Bonus, ja, alles schön, ja, kann man sich nehmen. Aber auf Level 2 wird es plötzlich anders. Da kriegen die nicht nur dreifachen, vierfachen Bonus, je nachdem, sondern die kriegen auch Attributionsbonus hier. Aufschlag, Volley, Schnelligkeit. Ja, hier geht es plötzlich um was. Und noch ein höher, da wird es noch mehr. Ja, da geht es richtig ab. Volley, Aufschlag, Ausdauer, Rückhand, Reaktion, Schnelligkeit. Also das lohnt sich dann doch schon. Hier bei Pedro das Gleiche. Wir lassen ihn einmal aufsteigen. Und schon wird hier Schnelligkeit, Ausdauer, Vorhand gefördert. Und nochmal ein weiter. Ihr seht, da geht es richtig ab. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, wie das bei ihm hier ausschaut. Ah ja, hier haben wir auch schon Vorhand, Rückhand, Power. Finde ich gut. Deswegen würde ich denken, wir werden versuchen, Liz noch einzustellen. Und Pedro ist auch toll. Eigentlich will ich alle einstellen. Ich sag mal, es kostet uns ja auch nur, in Anführungszeichen, 75 UEC. Ja. Okay. Nee, sorry. So, hier. Und entsprechend würde ich denken, gehe ich nochmal... einmal hier auf die Reaktion mit rein. Und hier setze ich auch mal drei rein. Ihr seht schon, wir halten das momentan relativ ausgeglichen. Ich möchte mich jetzt gleich dann irgendwann mal ein bisschen mehr spezialisieren. Ich glaube, das macht schon Sinn, dass man eins nach vorne zieht. Irgendwo wurde ja gesagt, 180 Punkte, glaube ich, wäre das, was man am ehesten schafft. Ne? Aber gut, jetzt mal rein ins Spiel, rein ins Turnier. Wir spielen das Cagliari-Turnier Puerto Invitational. Puerto. Drei Sätze, sechs Spiele, also bester von drei Sätzen. Heißt ja in den meisten Fällen zwei Sätze. Eine Menge XP zu machen. Wir sind mit 80 Energie dabei. Ach, wir waren in Asien. Okay, klar. Und jetzt ein bisschen verschnitzt. Wir spielen gegen Sky Jackson. Wir gehen direkt rein. In Italia. Das habe ich irgendwie ein bisschen vercheckt gerade. It's a beautiful day and the crowd is ready to enjoy great action on the court. Ladies and gentlemen, welcome to the quarterfinal of the Poetto Invitational, being played here at Angels Bay Arena. Sieht gut aus, 13 Grad heiter. Na, hätten wir doch ein langes Höschen anziehen können. Sky Jackson. First set, Jackson to serve, play. Gut, los geht's. Ich muss erst wieder ein bisschen reinkommen. Ich habe jetzt tatsächlich eine Zeit lang nicht gespielt. Also drei Tage tatsächlich. Deswegen ein bisschen schwierig jetzt für den Anfang. Love, 15. Schauen wir mal, was heute so geht. Love,
stimmt, das ist auch ein Sandplatz. Ist natürlich nicht so cool. Unsere erste Erfahrung auf Sand. Wir rutschen also so ein bisschen. Genau. Sehr gut. Ah, Jackson muss sich warm anziehen. War das noch so, dass in den Pausen dann immer die Leute kommen, die das wieder schnell gerade rücken, die ganzen Streifen, die es da so gibt, ne, beim Aufschlag? Ah. Aktuell Runde 1, glaube ich, ist immer ein bisschen leichter. Ich will es jetzt nicht beschreien. Ne? Nachher ist hier die Kacke am Dampfen und dann sehe ich schon wieder die Kommentare husten. Vielleicht spart er sich auch einfach seine Energie. Kluger Mann. Zwei Sätze müssen wir gewinnen, mit jeweils 6 Punkten. Sky Jackson ist on the way. Das war schlecht geschlagen von mir. Muss raus aus dem Niemandsland. Ja, ich glaube, wir müssen uns jetzt ein bisschen anstrengen, sonst hat er uns gleich am Sack. Ja. 15, love. Hoch, da habe ich kurze Bekanntschaft mit dem Balljungen gemacht. Ich glaube, das ist der erste Punkt, den er hat, ne? Bis jetzt hat er noch keinen Punkt bekommen. 15, 30. Mhm. Ja, und ich glaube, die Seite liegt ihm nicht so. Oh, shit. Shit. 15,
Ja, kostet Kraft, aber ich will die Punkte haben. Ja, habt ihr das gesehen? Ich sag mal, das wird ein kurzes Spiel. Ich mache hier einfach kurz einen Prozess mit ihm. Ja, jetzt lassen wir ihn auch ein bisschen laufen. 15, love. Ah, mein Groupie. Shit. Ja, klar. Ah, ich dachte, das wäre gegen die Laufrichtung. Schade. Schon. Wir geben ihm zu viel. Wir geben ihm zu viel. Ja. 15, all. Ihr habt schon gehört, ne? Wir geben ihm einfach zu viel an der Stelle. Lassen wir doch einfach laufen. Zumindest ein bisschen. Ja, wir müssen ein bisschen auch auf unsere Energie aufpassen. Ausdauer, das ist immer wieder ein Thema. Oh, wow, okay. So viel zum Thema Ausdauer. Ja gut, komm her. Na, eigentlich könnte Sky Jackson direkt heimgehen. Habt ihr meine Ohrringe gesehen? Habe ich neue Ohrringe drin? Ich hoffe nicht. Ich hatte welche anprobiert. Habe sie wirklich für nicht schön empfunden. Ja. Ich muss jetzt gleich nochmal im Close-Up gucken. Ich habe eigentlich nur diese kleinen Dinger drin. Naja, was soll's. Shit. Oh, wow. Okay. Das war jetzt... Hätte ich jetzt nicht so gesehen, tatsächlich. Ah, ich treffe gerade die Knöpfe nicht so richtig gut. Jetzt aber. Genau. Drei Breakbälle. Da fragt man sich doch schon, wie hat er es eigentlich ins Turnier geschafft? Wow,
Das war eine gute Vorhand. Sah auch irgendwie ein bisschen locker aus dem Handgelenk aus. Fand ich gar nicht so schlecht, tatsächlich. So, was sind das für Ohrringe? So, müssen wir nochmal gucken. Oder hat er die abgeklebt? Na, ihr seht schon, der kann nix. Aber ich komme ins Schützen bei 13 Grad in Italia. Na, Bälle gelingen nicht mehr. Okay. Satzball. Drei Satzbälle, glaube ich. Komm on, gib auf. Okay. Jetzt aber. Oh, ich dachte, sie jubeln für mich. Gib auf. Jawohl. Game and first set. Ja, 6-0. Spannend. Können wir jetzt aber das mit den Ohrringen klären? Die sehen so riesig aus. So riesig hell. Ich muss mal ganz kurz Wasser eingießen. So. Habt ihr euch die Statistik gut angeguckt? Jetzt geht's weiter. Hey, Handy weg. Ah ja, nee, ich habe die ganz normalen Ringe drin. Hervorragend. Hervorragend. Ja, ich kann mal richtig hinsetzen. Er macht ein paar Springübungen. Keine Ahnung, was das soll. Oh, ich habe vergessen, loszulaufen. Oh Gott. Ja, ich habe vergessen loszulaufen. Das klingt irgendwie komisch, naja. Jackson hat ein bisschen kurze Arme. Keine Ahnung, was das jetzt war.
Eieiei. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen er meint, jetzt ans Netz kommen zu müssen, aber bitteschön. Oh, ja. Aber echt mal, das ganze Publikum. Oh. Ja, ihr habt gesehen, das will ich auch zwischendurch ausprobieren. Das ist eine neue Schlagtechnik. Und zwar ist das die RT-Taste. Er lockt mich halt so ans Netz, ne? Shit. Oh, verdrückt. Oh, hallo, verdrückt. Schlechte Returns hier gerade. Das mit dem Netz finde ich immer ein bisschen Glück oder Unglück. Kann für beide Seiten ausfallen. Von daher. Ja. Da habe ich mir keine Energie mehr. Aber immerhin ein Breakball, für den wird es noch reichen. Na gut. Ich trinke mal einen Schluck. So, Energie ist voll aufgeladen. Love, 15. Gut, ich sag mal, das sind so Glückstreffer, ne? Ja, so sieht das doch gut aus. Machen wir 6-0, 6-0 draus. Naja, wollen wir es mal nicht beschreien. Ihr wisst ja, wie das so ist mit dem Spoilern. Und irgendjemand wischt den Boden hier. Die Streifen sind kaum zu sehen, die man so macht. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert, wenn er das noch gekriegt hätte. Bams, guck mal hier. Vielleicht holen wir uns auch mal einen Bonus. Gibt's ja im Pro Shop. Ah, das war der falsche Knopf. Shit. Aber hat gereicht. Tatsächlich kann ich Rückhand auch im Real Life nicht so richtig gut. Ich habe ja mal Tennisunterricht genommen. Beim Hausmeister von Boris Becker.
Shit. Wohl jetzt mal auf. Ich habe keine Energie mehr. Also gut, ich habe keine mehr. Und wir können ihn noch ein bisschen runterhandeln. Jawohl, also ich habe mal Hausunterricht. Ich habe mal Tennisunterricht beim Hausmeister von Boris Becker auf Mallorca genommen. Er hat da eine Finca gehabt und da hat der Hausmeister auch Tennisunterricht gegeben. Frag mich nicht warum. Das war halt damals so. Hat nicht viel gebracht. Eine Beschleunigung ist ein bisschen schwierig. Sehr gut. Du kannst ja eh nichts. Ein bisschen psychologische Kriegsführung hier. Ja. Ist nicht so viel los hier im Kolosseum. Von Cagliari. Ich sag mal, die Power-Vorhand, wenn er rechts steht, wenn ich die nach links ziehe, kriegt er die nicht. Dafür ist der Jackson ein bisschen zu, behäbig. Und die Rück-, also, naja, das war jetzt wieder eine Vorhand, aber nach rechts da wegzwiebeln kriegt er auch nicht so richtig gut hin. Überhaupt kann man sich schon die Frage stellen, warum er überhaupt mitmacht. Okay, ich bin ein bisschen überheblich. Ich gebe es zu. Ich glaube, keine Energie heißt auch keine... Ah doch. Keine Powerbälle mehr. Ich wollte gerade sagen, weil die gar nicht mehr erscheinen. Dann habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen. Ich finde übrigens der Anteil der Sonnenbrillen unter den Zuschauern ordentlich hoch. Mich würde interessieren, vielleicht hat da jemand Erfahrung, ob das in der Realität auch so ist. Damit meine ich nicht nur Sonnenbrillen, tatsächlich. Ja, hat er gut gesehen. Die Ämchen wieder zu kurz oder die Kraft nicht da, kann auch sein, oder beides. Sein, dass meine Konzentration jetzt gerade nachlässt.
Und vor allem die Kraft auch. Ihr seht schon. Ja. Oh, wow. Das war Glück. Wir hatten nämlich keine Ausdauer mehr, keine Kraft mehr in den Beinen. Shit. Wir müssen uns ein bisschen zurücknehmen mit der Ausdauer. Andererseits, über 27 Minuten spielen wir erst, schon, wie auch immer. Jetzt haben wir hier das entscheidende Spiel. Vielleicht das entscheidende Spiel. Oder halt auch nicht. Ihr wisst ja, Hochmut kommt ja immer vor dem Fall. Ich renne echt ganz schön. Shit. Jetzt bin ich am Drücker. Bis jetzt haben wir die Bälle immer mit Konzentration wieder zurückgeholt. Ui. Da bin ich ein bisschen über meine Füße gestolpert. Er wird vielleicht sein erstes Spiel machen. Ja, man nannte ihn auch kurz Arm Jackson. Ich mag ja den Namen Jackson sehr gerne, auch wegen Michael und auch wegen Janet. Letztes Mal gibt es übrigens in diesem Jahr im Herbst Konzerte hier in Deutschland. Ich möchte da ganz gerne hin. Bin gespannt. Shit. Müssen uns was einfallen lassen.
Schlag war gut, aber die Energie hat gefehlt. War es nochmal spannend, vielleicht geben wir ihm auch einfach einen Punkt. Bin ich aber auch nicht. Ich mach's ja für euch auch ein bisschen spannend. Hm? Das ist völlig gelogen. Ich gebe hier alles. Advantage. Matchball. Zwei Matchbälle? Ne, ein Matchball. Okay. Das war's. Game set match. Two sets to love. Six, jawohl. Love. Six, love. Sky Jackson, bye bye. Ja, war eine coole Sache hier in der Angels Bay Arena. Ein Cagliari-Tournament. Was ist ein Cagliari? Ist das eine Schmarke oder ist das ein Sportclub? Oder weiß ich gar nicht genau. Wir machen mal ein paar Bilder hier. Wir machen mal die UI aus. UI aus. Ja, hier, Siegerfaust. Bäckerfaust hat man da früher zugesagt. Sehr viel früher. Ich würde mal interessieren, wer das hier guckt. Also, wer von euch im Let's Play dabei ist, der möge doch mal sagen. Na gut. Wie alt er ist. Nur mal eine Zahl reinschreiben. Okay. Sehr gut. So. Ja, ja, ja. Wir sind auf der rechten Seite. Wir haben relativ gute Stats. Wir haben wahrscheinlich aber auch viel Energie jetzt verbraucht. Zurück zu My Career. Sehr gut. So, jetzt haben wir Jasper Dixon als nächstes auf der Liste. Im Grundsatz gar nicht so schlecht. Ich möchte natürlich vorher nochmal gucken, wie hat sich das jetzt hier mit den Trainern entwickelt. Oh, ich sehe, man kann nur einen Trainer mitnehmen. Ja, das ist natürlich bedauerlich. Das ist natürlich bedauerlich. Hole Punkte mit Assen, das kriegen wir nicht hin. Auf, spiele Poweraufschläge mit perfektem Timing. Pass auf, dann nehmen wir sie ihm, kann der Leute eingestellt werden. Aber ohne Kosten, oder? Dann nehmen wir ihn mal. Na, nehmen wir erstmal die Sachen hier mit. Okay, ich dachte, die können alle gleichzeitig hantieren. Die Komponenten haben wir auch nicht freigeschaltet. Ich weiß noch nicht genau, wo die reinkommen. Wann die denn kommen, vielleicht ab einem gewissen Level. Wir werden uns noch mal ganz kurz umziehen und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Dann geht's in die Runde Nummer 2 gegen Jasper Dixon. Bis dahin, bye bye.